gefüllt. Wenn sie so weitermachen können, steht ihnen ein gutes Rennen bevor. Red Bull hat während des Qualifyings eine spektakuläre Leistung hingelegt. Jetzt wollen wir mal sehen, ob sie diese heute bestätigen können. Und das Rennen wird unter blauem Himmel stattfinden. Das bedeutet, die Teams sollten ihre Strategien ohne zusätzliche Schwierigkeiten umsetzen können. Man braucht es ja gar nicht zu sagen, aber in 56 Runden kann viel passieren. Machen wir uns bereit für die Action beim großen Preis von Aserbaidschan. Die Fahrer stellen sich bei blauem Himmel und Sonnenschein auf. Und da ist Lando Norris. In der ersten Hälfte des Feldes ist doch so einiges möglich. Und hier Bottas, der zweite Vertreter des Teams. Mit einem Rennstart aus der zweiten Hälfte der Aufstellung liegen viele Autos auf dem Weg zum Podium. Alle haben auf diesen Moment hingearbeitet. Bleiben Sie dran, gleich geht's los mit dem großen Preis der USA. Das Startsignal erlischt. Und los geht's! Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Yeah, take it easy. Confirmed. Okay, back off. Copy that. Okay, so situation is you are P17. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. No saving required. Yeah, confirm. Energy if you need it. Confirm. Okay, good job, good job. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Sehen wir es uns an. Wir sehen Valtteri Bottas. Pick up the pace a bit. Okay. Yeah, confirm. Da ist die Wiederholung. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt.
pushing on. All good. Box. Okay, box. Make sure we keep them behind. Confirm. We can push more. Confirm. Holung an. Sieh mal einer an. Es ist Pierre Gasly. Meine Güte, das ist eine böse Kollision. Box? Yeah, confirm. Having the box on the end. Overtake is available if needed. Copy. Yeah, take it easy. Confirm. Keep your head down. Manipulate. Yeah, copy that. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Slap, safety car in the slap. Copy that. Focus and push. Yeah, copy. Last one. No saving required. Yeah, confirm. We look at reducing the lift and co. Pushing on.
position on. Understood. Push a bit more. Yeah. Box, 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 box. Okay, box, box. Reduce the lift and co. All good. Overtake is available. Copy. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Sehen wir es uns an. Das war der Aston Martin. Ah, und da blockieren die Räder. Na das. Safe fuel, safe fuel. Yeah, confirm. Push more. Yeah, confirm. Box, box. Yeah, confirm. Happy the box at the end. Good, come on. Lando Pelin. Copy. He's over tech, he's over tech. Copy. Just keep doing what you're doing. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Ist gut. DRS. Okay, there's a big crash. Copy that. Sehen wir uns das genauer an. Sieh mal einer an. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Eine eindeutige Kollision. Da! Thank you.
so just prepare for restart. Yeah, copy. Last one. Okay, we are happy to push. Happy to push. Yep. Good job. So heads down, focus. All good. Use overtake, use overtake. Copy. Da ist die Wiederholung. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. No saving required. Yeah, confirm. Push more. Confirm. Doing a good job, keep pushing. Sehen wir uns die Wiederholung an. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. Und das geht daneben. Da passiert der... Doing what you're doing. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Use overtake. Yeah, come on. Make sure you lose some energy. Copy. This will be last lap.
remember overtake is available. They'll come to us. Go on, Pat. Russell gewinnt als Erster im Ziel. Sehen wir es uns an. Und Erster im Ziel ist George Russell. Einfach großartig. Ich glaube, dass sich die Leute noch in vielen Jahren an dieses Rennen erinnern werden. Checkered flag. Well done. Good job. Good points. Lando Norris kann stolz sein. Was für eine fantastische Leistung von ihm. Das ist ein tolles Podiumsergebnis. Das Team ist rundum glücklich. Und nach so einem grandiosen Rennen ist es kein Wunder, dass wir diesen Mann auf dem Podium sehen. Man muss schon sagen, tolles Rennen von allen drei Fahrern dort oben. Ein tolles Aushängeschild für die F1. Ein wirklich toller Abschluss für Alfa Romeo. Allerdings, das Team ist technisch top drauf und mit viel Herzblut bei der Sache. Sie können auf die Leistung an diesem Wochenende stolz sein. Am Ende des Wochenendes steht der zweite Platz in der Konstrukteurswertung für Sie zur Buche. Wir nähern uns dem Ende der Saison und es wird Zeit für ein wenig brütende Hitze. Bleiben Sie dran, wenn die F1 nach Mexiko-Stadt weiterzieht.